Wisst ihr noch, Freunde, als ich mal gesagt habe, wir werden in Zukunft mehr PvP-Kämpfe machen, mehr Kämpfe in der Trupparena und mehr Kämpfe mit den Schiffen? Heute ist es soweit, Freunde, denn heute habt ihr das Potenzial zu sehen, wie ich in den Top 10 lande. Denn ich habe das Potenzial, hier um Rang Nummer 7 zu kämpfen. Ich habe heute 10 Kämpfe gemacht insgesamt, also einmal 50 Kristalle ausgeben. Ich war auf Rang 70, habe soweit bis jetzt 9 von 10 Kämpfen gewonnen. Das hier ist der letzte Kampf. Ich hätte ihn fast offscreen gemacht, doch dann hat Nivea, meine Freundin, gesagt, hey, mach das doch onscreen, zeig das doch den Leuten, teil doch diesen Erfolg. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, das zu schaffen. Wenn wir den Kampf hinter uns haben, Freunde, werde ich ein bisschen was dazu sagen, zu meiner Strategie und meinem Team, so wie es aktuell aussieht. Die meiste Zeit habe ich gegen Phoenix-Teams und gegen Rebellen-Teams gewonnen. Ich zeige euch dann auch, welche Teams das waren. Aber ich werde mich jetzt konzentrieren. Euer Schützling sollte seine Anmaßung unterlassen, damit ich mich konzentrieren kann. Anakin. Was? Unterlasse deine Anmaßungen. Der Count konzentriert sich. Und wir werden gucken, dass wir hier keine Zeit verlieren. Los geht's! So, die Strategie, die ich hauptsächlich mit diesem Team verfolge, ist es, Tarkin zu benutzen, um das Phoenix-Team zu schwächen und gleichzeitig meistens mit Dooku Ezra zu betäuben. Blöderweise hat das hier gerade nicht geklappt, aber das ist genau das, was ich immer vorhabe. Und unser Sieg oder unsere Niederlage hängt letztendlich von der Performance von Darth Nihilus ab. Also abhängig davon, ob Darth Nihilus überlebt, wie oft er betäubt wird, hängt es ab, ob wir das hier gewinnen. Blöderweise klappen die Attacken nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das bedeutet, die falschen Charaktere werden betäubt. Ja, ihr seht es, auch Ezra konnte ich hier nicht betäuben, also komischerweise widerstehen die. Also, es steht momentan alles nicht unter einem so guten Stern hier. Man muss dazu sagen, der Gegner hat viel bessere Ausrüstung als wir und einen höheren Level. Also das trägt natürlich viel dazu bei, dass es schwierig wird für uns. Aber normalerweise schlage ich eigentlich solche Gegner ständig. Also mit denen habe ich es hier ständig zu tun in den Top 50, Top 20, Top 10. Und ja, ihr merkt schon, keine Statusveränderung prockt hier. Und ich glaube, wir werden das nicht mehr gewinnen können. Ezra haben wir auf jeden Fall schon mal ausgelöscht, das ist schon mal sehr gut. Ezra ist die halbe Miete, aber leider haben wir Dooku verloren. Mal schauen. Vader möchte ich auch gerne in diesem Team ersetzen, er ist keine große Macht hier. Also wenn er es nicht schafft, jemand mit seinem Schwertgriff auszulöschen, dann ist er meistens ziemlich nutzlos für den Rest des Kampfes. Vor allem gegen ein Phoenix-Team. Ja, da seht ihr es, ne? Nihilus ist betäubt und wird auch noch gestunt. Also ist verwirrt und wird gestunt, so rum, wird die ganze Zeit hier attackiert. Das heißt, ohne Nihilus haben wir keine Chance mehr irgendwie zu gewinnen. Und weil seine Lebensenergie rot ist, weil er die wenigsten Lebenspunkte hat, ist er am ehesten Ziel von gegnerischen Angriffen. Ja, und das war's hier. Das heißt also, wir haben keine Möglichkeit mehr, diesen Kampf zu gewinnen. Da haben wir zwar Ezra vermöbelt, aber der Schaden von Zeb war eben noch da. Und es ist einfach so, wenn ein Charakter, der Computer hat eine viel höhere Chance, den Charakter anzugreifen, der die wenigsten Lebenspunkte hat. Und in dem Fall war es hier eben leider Kanan. Aber keine Sorge, Freunde, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und ich denke, wir werden es einfach noch einmal versuchen. Ich will zumindest einmal diesen Rang haben. Ich möchte euch zeigen und deswegen werden wir jetzt hier 100 Kristalle ausgeben. Es ist es trotzdem wert. Weil wir in den Top 10 ordentlich Kristalle kriegen, wir machen trotzdem Plus, zwar nicht so viel, wie wir machen würden, wenn ich es einfach gut sein lassen würde, aber ich möchte es gerne schaffen, ich möchte es gerne mit euch gemeinsam hier on screen schaffen, in den Top 10 zu landen, deswegen schwächen wir alle und ich möchte euch zeigen, dass wir das Potenzial haben, diesen Kampf zu gewinnen. Das Prinzip ist hier das gleiche, diesmal hat es sogar geklappt, Ezra zu betäuben. Ich versuche noch mal ein bisschen mehr Schaden über Zeit zu machen. Ihr seht es hier, der Schaden auf Ezra ist gestackt. Und die ganzen Startveränderungen sind gestackt. Leider glaube ich aber, dass nicht viele von denen aktiv sein werden. Ja, genau. Bis Vader wieder dran ist. Wir müssen jetzt Chopper angreifen. Und ich habe gemerkt, wenn die Gegner schwächere Ausrüstung haben, reicht der Schwertwurf aus, um einen Tank zu killen. Wenn die Gegner aber zu starke Ausrüstung haben, dann reicht der Schwertwurf leider nicht mehr aus, um jemanden zu killen. Zum Beispiel hier, ne? Ich schmeiß es auf Kanan und es ist ganz knapp.
Es ist ganz knapp, aber es hat nicht ganz gereicht, wenn ich es geomegat hätte. Ja, also wenn er schon Level 80 gewesen wäre und ich hätte es geomegat, hätte es vielleicht noch gereicht. Aber so war es nicht genug. Und ihr seht es, Dooku heilt ihn sogar komplett wieder hoch. Also, ihr seht schon, das ist der Grund. Dieses Mal löschen wir jetzt erst Zap aus, weil ich gemerkt habe, dass Zap bei diesem Phoenix-Team doch ziemlich stark ist. Wir lernen aus unseren Fehlern. Also wenn ich gegen dieses Phoenix-Team kämpfe, am besten immer zuerst Zap ausschalten, weil Zap doch sehr stark ist und vor allem die Betäubung. Ja, den Schaden von Ezra nehme ich hin. Wir heilen uns ja wieder hoch, aber die Betäubung ist einfach zu krass. So, sein Kanan ist nicht besonders gut ausgerüstet. Das heißt, er hat vielleicht eine Möglichkeit, Kanan sogar zu killen, wenn Dooku ihn nicht mal komplett hochheilt. Wir machen die Taunt hier weg und sorgen dafür, dass er schon betäubt. Ihr seht es, das Glück ist mehr auf unserer Seite. Was heißt Glück? Wir haben eine 100%ige Chance eigentlich, abgesehen von den obligatorischen 15%, haben wir eigentlich eine 100%ige Chance, Ezra immer zu betäuben. Aber vorne im Kampf hat er einfach das Pech, dass das nie geklappt hat, ja? So, natürlich verwirren wir die Gegner auch immer, damit die keine Bonuszugleiste bekommen und auch nicht kontern können. Das ist auch unheimlich praktisch hier mit Maul. So, wir müssen hoffen und zittern, dass unser Nihilus nicht stirbt. Ja komm, wir löschen Ezra aus und das war's. Jetzt haben die Gegner kein Potenzial mehr, uns irgendwie zu killen, unsere Nihilus irgendwie zu killen. Das ist das Gute an der ganzen Sache. Wir schmeißen unser Schwert. Ja, ich dachte mir, Schaden über Zeit bringt eh nicht viel, das heilt Kanan sowieso zu stark. Und ich dachte mir, vielleicht habe ich eine Chance. Naja, okay, das mit der Chance hat sich gerade wieder erledigt. Alles kommt darauf an, mit Nihilus Gegner auszulöschen. Kanan ist der Letzte, den wir noch ausschalten müssen. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir den Rest noch mit normalen Schaden killen. Komm, wir saugen noch mal ein bisschen hier. Zack, so. Greifen wir Kanan direkt an? Ich weiß nicht, wir greifen am besten alle an. Und sie macht wieder, weil Chopper die ganze Zeit kontert und damit die Abklingzeiten zurücksetzt, konnte sie sogar wieder Plante auf Kanan machen, bevor wir auslöschen können. Also geht es darum, eher einen anderen Charakter auszulöschen, nicht Kanan. Wobei Plan B ist weg, das heißt, wir löschen Kanan aus und von jetzt an haben wir das Potenzial, Gegner tatsächlich zu besiegen. Und das werden wir jetzt hier tun. Und Chopper kann sich verabschieden. Hera ist allein noch da. Hera ist kein Problem für uns. Wir müssen uns beeilen. Wir spielen ein bisschen gegen die Zeit, weil es kurz vor 18 Uhr ist. Also, es kommt wirklich auf die letzten Sekunden an hier. Schaffen wir es noch? 57 Sekunden. Ihr seht es, wir haben 4 Minuten gebraucht für das Phoenix-Team. Und jetzt heißt es zittern, Freunde. Wir sind Rang 7. Wie sieht's aus? In die Top 3 werde ich mich dieses Mal nicht spielen, aber ich wollte euch zumindest präsentieren, dass wir die Top 7 erreichen. Also, wir kriegen gleich die Auszahlung. Das sind, wir gehen mal ganz kurz hier zurück, so in die Trupp-Arena, Preise. Die Auszahlung sind 250 Kristalle, ich habe 150 ausgegeben, um hier hinzukommen. Das heißt, ich habe 100 Kristalle gut gemacht, das war es immer noch wert. Also, für 50 Kristalle bin ich hier hingekommen. Ja, das habe ich geschafft. Von hier, also von Rang 70 war ich gewesen. Und ich habe es dann geschafft, wie ihr gesehen habt, mich auf Rang 11 zu spielen, also bis hierhin. Für nur 50 Kristalle. Das heißt, ich hätte 150 gut gemacht. Ich habe jetzt noch einmal 50 Kristalle bezahlt. 100 Kristalle gezahlt, um jetzt in die Top 7 zu kommen, also hierhin. Ja, das heißt, wir sind jetzt Rang 7 und insgesamt haben wir jetzt 100 Kristalle gekriegt. So, ich nehme das mal ganz kurz hier. Also 100 Kristalle gut gemacht, werden wir gleich sehen. Wir gehen mal ganz kurz hier bei den Lieferungen das Zeug machen. Und ich finde das so super klasse. Ich meine, ich werde wahrscheinlich eh wieder runterrasseln. Die Frage ist, wie weit? Und vielleicht können wir ja beim nächsten Mal um einen höheren Rang kämpfen. Ich habe keine Ahnung, werden es sehen.
Manchmal läuft es einfach unglücklich und ich habe 9 von 10 Kämpfe gewonnen. Ja, das waren jetzt 10 von 11 Kämpfe, die ich gewonnen habe. Manchmal läuft es einfach extrem unglücklich, so wie eben in dem Kampf. Ja, da konnte ich machen, was ich wollte. Egal, was ich getan habe. Irgendwie haben die schon dafür gesorgt. Oder hat der Computer schon dafür gesorgt, dass alles bei mir schief läuft. So, wir nehmen aber unsere Belohnung hier. 250 Kristalle, 700 Arena-Token, 40.000 Gold für Rang 7. Und hier ist es so, ich kann jetzt so oft resetten, wie ich will. Ich glaube, viel mehr Auswahl habe ich hier nicht mehr. Ich habe zwar noch die Auswahl zwischen denen hier, die werde ich wahrscheinlich nicht schlagen können, weil die mit Sicherheit zu starke Mods haben. Ja, was hat der für eine Geschwindigkeit hier? 197, das kann ich vergessen. Also die Spieler, die hier sind, sind richtig krasse Pay-to-Win-Leute. Und da habe ich nicht die geringste Chance. Den könnte ich vielleicht schlagen. Mein Team ist super gegen Phoenix. Weil, ihr habt es vorhin gesehen, Nihilus löscht die alle aus. Und in der Regel stirbt man Nihilus nicht. Also in 9 von 10 Kämpfen, ja, also 90% der Fälle, wenn ich mit meinem Team gegen ein Phoenix-Team spiele, überlebt Nihilus. Vorne ist es ziemlich blöd gelaufen. Ich hätte hier die Möglichkeit, gegen eine Ausrüstungsstufe 12 Raid zu kämpfen. Aber ich glaube, da kriege ich voll auf den Mund. Oder wisst ihr was? Können wir noch ein paar Mod-Herausforderungen machen? Nee, nicht Mod-Herausforderungen, Mod-Kämpfe. Einfach nur mal, dass wir noch ein bisschen was gesehen haben hier. 3 Stück, komm, wir machen noch die 3 Mod-Kämpfe hier. Neben mit Mantrix, Qui-Gon Jinn wäre eine Idee. Oder, ach so, genau hier. SF steht für Star Wars. Der gute Adventure hat mich angeschrieben über Facebook und hat mich aufgeklärt. Also SF steht tatsächlich für Star Wars, wie ich gesagt habe. Ganz klar, CPL steht für Corporal. Also er ist Corporal Adventure. Finde ich ziemlich cool. Und dafür, dass er mich aufgeklärt hat darüber, nehmen wir einfach jetzt mal mit. Und starten mal mit unserem Team hier rein und machen noch die letzten 3 Mod-Kämpfe. Also, dass ihr noch mal ein bisschen Action habt, damit ich nicht nur gequatscht habe. Ich finde es absolute Spitzenklasse und ich freue mich riesig, dass das so geklappt hat, Freunde. Oh Mist, das wollte ich gar nicht machen. Scheibenkleister. Sie kann ja unsere kritische Trefferchance erhöhen, allerdings bringt uns das nicht wirklich viel. So, sehr gut. Ja, so sieht's aus. Alles kommt auf Geschwindigkeit an. Also wenn ihr das nachmachen wollt, so etwa. Alles kommt auf Geschwindigkeit an. Mein Team ist halt nicht gut in der Verteidigung. Ich falle immer ziemlich weit zurück. Ja, das ist dann der Nachteil bei so einem Team. Dass eben auch andererseits so anfällig ist. Ja, ich habe zwar das Potenzial, praktisch jedes Team zu besiegen. Jetzt mal abgesehen von Jedi Knight Rey und Commander Luke Skywalker, ja, das ist dann schon ein bisschen OP. Aber grundsätzlich habe ich das Potenzial, jedes Team zu besiegen. Also Phoenix-Teams zum Beispiel oder so, ne? Es hängt alles ein bisschen von der Ausrüstung ab. Ihr seht ja, ich bin mit Ausrüstungsstufe 9 und teilweise auch 8 damit reingegangen. Also mein Draken ist gerade bei Ausrüstungsstufe 8 und das trägt nicht gerade dazu bei, länger zu überleben, ja. Alles hängt natürlich von der Ausrüstung ab, aber auch ein bisschen größtenteils von den Mods. Die Mods sind hier wirklich alles. Und, können wir vielleicht den noch ein bisschen verlangsamen. Sehr gut. Zack. Wir können auch gleich auslöschen, wenn wir nochmal dran sind. Also, falls es zu lange dauert, löschen wir einfach aus, pusten ihn weg. So, wir schmeißen wir hier kurz drauf und das war's, Paul. Ja, ihr habt gesehen, wie es laufen kann gegen ein sehr, sehr starkes Phoenix-Team in dieser Episode. Also, wir haben den ersten Kampf voll auf den Mund gekriegt. Und dafür haben wir eben im zweiten Kampf ganz schön geowned. Es war teilweise ein bisschen knapp. Komm, wir nehmen mal hier Captain Cassians Admiral Akbar mit. Los geht's! Wir saugen bei allen hier. Warum eigentlich nicht? Und, können wir den mal so perfekt. Und ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Ja, das ganze Geheimnis sind gute Mods. Im Prinzip kann man das mit fast jedem Team schaffen. Gegen ein Phoenix-Team braucht man eigentlich in Anführungszeichen nur starkes Damage-Potenzial. Und vielleicht einen Tank, der ein bisschen Schaden auf sich zieht. Das wäre gar nicht so schlecht. Ich habe noch nicht mal einen Tank hier in meinem Team. Aber mein Team kann sich dafür nicht hochheilen. Das gleicht das ein bisschen aus.
Natürlich muss der ausweichen gerade. Und gegen ein Rebellenteam ist es eigentlich nur wichtig, also gegen so ein Boba Fett Rebellenteam, ist es eigentlich nur wichtig, dass man schneller ist als die und deren Angriffe irgendwie wegsteckt, ja. Also, die haben eine starke Angriffswelle, ja, das ist im Prinzip ein One-Trick-Pony, sagt man dazu. Also, die haben im Prinzip nicht viel drauf, außer Zahnbelag, ja, die machen einen Angriff und das war's. Und wenn man eben schneller ist als die und blickende Fähigkeitenblockade, also eine Art Boba Fett, der schneller ist als die und vielleicht noch sowas wie Tarkin oder so, also jemand, der dafür sorgt, dass die irgendwie weniger Schaden machen oder Obi-Wan, alter Ben, ist auch eine Methode, irgendwie dafür sorgen, dass die Fähigkeitenblockade haben und weniger Schaden machen, ja, dann ist das tatsächlich schon die halbe Miete. Und so ähnlich mache ich das hier eben auch, ja. Wenn ich also gegen diese Rebellenteams kämpfe, dass ich eben genau das mache, wie ich das gesagt habe. Also erst schwächen. Komm hier, machen wir gleich mal hier kurzen Prozess, zack. Mit Kylo Ren fackeln wir nicht lang rum. So, und hier haben wir es mit Rey zu tun. Auch die werden wegpusten bei dem letzten Kampf hier, Freunde. Wen nehmen wir mit? Ich würde mal sagen, wir nehmen Genova mit. Jemand, der auch ziemlich aktiv ist auf dem Discord-Server, was ich ziemlich cool finde. Bevor ich mich irgendwie verklicke, packen wir mal rein. Er hat Poggle hier als Anführer drin. Und super lustig. Also, oder Moment. Da gab es doch irgendjemanden, wollte da nicht mal jemand für mich den Vampa mit reinpacken? Ich habe doch irgendjemand neu in der Freundesliste, der den Vampa reinpacken wollte. Ich versuch's mal ganz kurz hier. Ach hier, der war das, glaube ich. Ositochen, der Sternenbumser. Ja, das ist ein lustiger Name. Auch jemand, ein Zuschauer, der mich angefragt hat oder mir die Möglichkeit gegeben hat, ihn anzufragen. Er hat Rex momentan mit drin. Komm, wir machen mal weiter. Also wirklich viele neue Leute hier mit dabei. Ich werde nochmal ganz kurz hier durchschalten. Und wenn das dann nicht geklappt hat, nehmen wir einfach, wir nehmen den erstbesten von den Leuten, die ich hier gerne mit reinpacken möchte. So, ich habe ja schon eine ziemlich genaue Vorstellung, wen ich hier mitnehmen möchte. Nein. Ich glaube, es war Ositoche. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Komm, wir nehmen den jetzt mal mit hier. So, den Rex. Also, los geht's. Okay, also wir greifen an. Rex kann Speed Down machen auf den Gegner. Kann sie verlangsamen. Es hat eben nicht geklappt. Ist zwar schade, aber jetzt keine große Sache. So, sehr gut. Ja, ich mag Rex sehr, sehr gerne. Ich mag Clone Wars und Rex war einer meiner größten Lieblingscharaktere in Clone Wars. Ich habe ja schon mal gesagt in einer Folge, ich mag tatsächlich Fives lieber. Ja, also Fives ist für mich, ich glaube, aus der kompletten Clone Wars-Reihe mein Lieblingscharakter gewesen. Ist auf jeden Fall mein Lieblingsklon und einer meiner größten Lieblingscharaktere auf dem Star Wars-Universum. Definitiv. Und das erste Clone Wars natürlich, weil vorher ging das ja gar nicht. Vorher konnte man ihn ja gar nicht kennen. Der erste hat nur Clone Wars zu sehen. Und gleich dicht gefolgt ist natürlich Rex. Also direkt dicht hinter Fives ist der gute Rex. So, wir saugen mal hier ein, damit wir gleich Auslöschen parat haben. Können wir auch gleich mal hier sowas machen. Zack, sehr gut. Und ich würde mal sagen, komm, wir schießen mal auf den hier drauf. Damit. Perfekt, ja, das macht großartigen Schaden, dieser Angriff. So, du pusten weg hier. Den hier. Und der hat auch nicht mehr viel zu melden. Sehr gut. Nein, das müsste jetzt als nächstes dran sein. Und da können wir Ray gleich mal eine Hand ins Gesicht legen. Und das war's dann für sie. So, verzieh dich, Ray! Ich will keiner sehen! Und damit haben wir
die Mod-Herausforderungen Kapitel 8 auch hinter uns gebracht, Freunde. Sehr schön. Nicht Mod-Herausforderungen, Mod-Kämpfe meine ich. So rum. Und wir kriegen die Erfolge, dass hier 10 Kristalle nochmal extra für uns. Das ist doch super klasse. Okay, Freunde, ich beende jetzt hier an der Stelle die Episode. Lasst meinen Daumen nach oben da, wenn sie euch gefallen hat. Ich hoffe, das war der Fall. Lasst meinen extra Daumen nach oben da, wenn ihr euch mit mir freut, dass wir in die Top 10 gekommen sind. Das ist doch super klasse hier für dieses Let's Play. Es erhöht auf jeden Fall für mich die Hoffnung, dass wir tatsächlich eine realistische Chance haben, irgendwann einmal in diesem Let's Play Rang 1 zu erreichen. Aber wenigstens können wir sagen, wir sind in diesem Let's Play als Free-to-Play-Spieler mit Level 76 und Ausrüstungsstufe 9 in die Top 10 gekommen gegen Leute mit Rang, was haben die alle? Ich bin 76, ihr seht es ja hier, ich bin ja am niedrigsten von allen. Ja, wir haben 84, 80, 82, 79, 80, 81, 79, 78, 84 und das sind von Ausrüstungsstufe 10 bis 11 ist da auch noch einiges dabei und da haben wir es geschafft. Ja, ich finde das super klasse. Wir haben mit 10 Kämpfen haben wir es geschafft, auf Rang 11 zu kommen. Ich habe meinen 11. Kampf gebraucht, weil ich den 10. Kampf verhauen habe. Ja, das ist ja unglücklich gelaufen. Ich hätte bei 11 bleiben können, dann hätte ich 150 Kristalle bekommen. Ich habe mich da eben dazu entschieden, mich auf Rang 7 zu spielen, um eben dann zwar nur 100 Kristalle zu kriegen, was es meiner Meinung nach trotzdem wert ist, ja, ob ich jetzt 50 oder 100 kriege. Es war es deswegen wert, weil zurückzufallen jetzt schwieriger ist, ja. Also, es sind immer, keine Ahnung, vielleicht dieselben Leute, die gegen mich kämpfen, dieselben Leute, die mein Team besiegen. Und zurückzufallen ist schwieriger, je höher man ist, weil man weniger, weil man kleinere Sprünge macht, ja. Und dementsprechend ist es mir auf jeden Fall wert gewesen, das zu versuchen. Und wir sehen morgen um 16, 17 Uhr, wie weit ich zurückgefallen bin. Und wenn ich eine realistische Chance habe, wieder in die Top 10 zu kommen, mit vielleicht nur 10 Kämpfen, ja, die Chance war ja eben da, mit 10 Kämpfen in die Top 10 zu kommen, hätte ich den letzten Kampf gewonnen. Und wenn ich diese Chance wieder habe, werden wir es vielleicht noch einmal auf Video festhalten. Okay, Freunde? Ansonsten mache ich es einfach immer wieder offscreen, so lange, bis wir nochmal die Chance haben. Ich danke auf jeden Fall nochmal herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei der nächsten Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes. Vielen Dank und hoffentlich bis dann. Möge die Macht mit euch sein.